Es heißt immer, die Gesellschaft muss es aushalten, dass die Leute rumlaufen ohne Genehmigung. Da denke ich immer, die Gesellschaft muss es ja aushalten, wenn ich jetzt doch kurz nur einen Text lese. Ohne Anmeldung ist ja wurscht. Tausche Reichsbürger gegen Geflohene. Würde ich gern polemisch sprayen. Auf die Mauern um Tirol, die nur aus Berg bestehen. Und auf die Mauern der Festung Europa. Errichtet aus banalem Nationalstolz, Kapital und Angst. Wo ist das exponentielle Wachstum an Empathie, der Überschwang an Mitgefühl, an Menschlichkeit, an Zusammenhalt? Ich höre nur ein Wir sind wir, zurückgeworfen von Felsmassiv an Felsmassiv, als kakophonisches Echo der Kleingeistigkeit, im Sautrog des Egoismus suhlend. Die Vogelscheuche Andreas Hofer wird mit Swarovski-Glitzer verziert und auf Mistgabeln durch die Urinbäche der aus Furcht einnässenden Menschentrauben geschleift. Der Volkszorn wird zum Volkssport an der einstmals frischen Luft. Das Kindeswohl wird aufgebaut als Schutzwall gegen Kritik und Argument und Fakt, damit der gleichgültige Hedonismus wieder ohne Maske zelebriert werden kann. Durch den Schleier des Zorns und den Tränen der ideologisierten Existenzangst verschwimmt die eine Wahrheit. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Ihr da drüben am Landhausplatz schreit, das Recht muss Recht bleiben. Wir hier sagen, das gilt erst recht und absolut und unumstößlich für das Menschenrecht. Und darauf bestehen wir und dabei bleibt es. Danke, Narzissen holen.